Ja, Leute, herzlich willkommen zu Games mal gezeigt. Ich würde sagen, ja, wir schauen uns einfach mal meine Aufnahme an hier von Back for Blood. Das neue Left 4 Dead. Easy Anti-Cheat, ja, so wie bei Fortnite. Ich habe es halt über Steam bezogen. Ich würde mal fast vermuten, dass es wahrscheinlich auch über Epic Games zu haben ist, das Spiel. Tja, der erste Start, ich habe das halt einfach nur aufgezeichnet, ne, mit Capture-Karte. Da haben wir gleich erstmal noch so ein kleines Problemchen, was manchmal mit FreeSync, also G-Sync Compatible, auftaucht. Das ist in der Aufnahme allerdings etwas weniger, als ich es tatsächlich auf dem Bildschirm hatte. Das liegt aber nicht an der Beta, das hat man auch so ab und zu mal. Da muss man halt G-Sync dafür abschalten und dann wieder anschalten und dann ist das Problem behoben. Man sieht hier dieses Flackern hier. Was auch immer da passiert. Ja, das Menü beginnt hier halt erstmal mit ein wenig Warp. Das erste, was man will mit den Luxusproblemen heute, ist natürlich eigentlich in die Grafikeinstellung Pausen anschalten und eine Grafikeinstellung tätigen. Ich müsste dann jetzt aber eher auf die Schnelle gucken, dass ich das Flackern wegkriege. Das ist wohl auch erstmal geändert haben. Mal. Genau, dann habe ich das natürlich gemacht. Schalte ich hier G-Sync-Kompatibilität aus und schalte es halt wieder an. So, und dann sind wir dann halt endlich mal ohne Flackern im Spiel. Und Afterburner noch dazu geholt Kein und ich schöner habe den mal richtig Gedanke. aufgerissen. Da ich diese FFmpeg-Codec-Einstellungen in OBS Studio verwende, ich bin dann noch ein bisschen was mehr noch CPU-Last als normal üblich mit OBS Studio. Und ja, aber ich kann das Spiel, wie man sieht, ja trotzdem ja, ziemlich fressen. Ja. Das ist hier gar kein Problem. Ich konnte da ohne Probleme auf episch stellen und hast du nicht gesehen mit meiner RTX 2060. DirectX 12 ist, glaube ich, zwischendurch dann einmal abgestürzt. Ich stelle das hier, glaube ich, gleich auf DirectX 12 um. Startet das Spiel nochmal neu. Zumindest Alt-Tab mag es auf jeden Fall nicht. Da ist es wohl nicht so stabil. Mit DirectX 11 ist mir das dann nicht aufgefallen. Vielleicht auch ein ähnliches Problem. Eine ähnliche Problematik wie mit Serious Sam 4. Da spielen wir ja auch am besten auf DirectX 11. Obwohl kann in DirectX 12 halt ja Grafikfehler verursachen, wenn es ein Spiel ist. Dann laden wir das nochmal und dann fangen wir hier dann halt eigentlich auch schon Kannst du bald meine an mit Wache einem übernehmen? Cosplay, ne? Dann können wir auch Nein. Verloren mit Nein, ich Amiibos denke nicht. zusammenspielen und so. Dann kommt ein hier recht flott. Morning, Dijon. Ja, das war natürlich eine fiese Nummer, weil wer geht schon davon aus, dass jemand hier so viel Spannung raushaut und einen hier um die Ohren ballert. Das fand ich ein bisschen blöd. Vor allen Dingen, man konnte da nicht wirklich die Sache an und für sich an- und ausschalten, sondern man muss halt tatsächlich irgendwo hier die Mikrofonspur dann einfach, ja, Lautstärke, Stimme habe ich dann komplett runtergedreht. Joa. Und dann, was das hier mit den Charaktere, meinetwegen, und möchte bei Ja, sowas auch nicht zu wer wäre tief bei der Aussicht einsteigen, auf Nahtoderfahrung wäre nicht dann von halt der wie bei Quake Partie? Champions, da bist du halt tatsächlich nur wirklich richtig gut, wenn du das halt länger spielst und mit den einzelnen Charakteren halt die Eigenschaften kennst und dich entsprechend auch verhältst im Spiel. Das ist mir dann ein bisschen zu tiefgründig. Gerade bei so einem, ja, Left 4 Dead. Es geht hier um Zombies klatschen und das will ich auch tun. Left 4 Dead eben. Dann gibt es ja noch irgendwelche Und auf Karten, Nahtod. irgendwas mit irgendwelchen Funktionen so. Und dann habe ich dann irgendwann zwischendurch im Gameplay auch mal gestört, dass ich nicht zwei Waffen Klar, haben, wer sondern wäre bei eine. der Aussicht auf Entweder diese Nahtoderfahrung nicht mit von Tücke der hier Partie? oder halt Pistole oder eine Shotgun. Und ja, hier sind diese Karten. Und keine Ahnung, irgendwie hat man nicht immer alle, also nicht immer gleich viel und so. Keine Ahnung, was damit auf sich haben soll. Fand ich ein bisschen doof, da hat man dann noch nicht so geblickt, ne, was lieb sein soll und was nicht und wo man vielleicht noch welche aus irgendeinem Deck kriegt oder so, keine Ahnung. Das ist ja so, ja, nicht so schön. Das hätte man sich auch denken können hier an dieser Stelle. Ja, man sieht, die Grafik ist tatsächlich sehr, sehr, sehr schick und Weißt du, was gut. wir bloß
tun? Sieht auf jeden Fall besser aus. Wir haben den Kollaps überlebt. Das schaffen wir auch. Rover 2, hier ist Hope 1. Hört ihr mich? Roger. Schauen wir uns doch einfach ein wenig Gameplay an und ich lasse meine Gusch hier mal verschwinden. Ja. Nimmt er das nicht als Vollbild? Sollte er aber. Na, dann machen wir es so. Hero, over to, over. Ich brauche alle Cleaner im Well, und zwar sofort. Verstanden? Laut und deutlich. Hope 1, out. Also, ihr habt den General gehört. Socken, Hosen, Munition, alles, was sich ein Mädchen wünschen kann. Ein Einkaufssystem, was so ein bisschen an CSGO erinnert. Es wird ernst. Das brauche ich. Wir müssen einen guten Aussichtspunkt finden. Sehen, wie schlimm es ist. Hau drauf, Betty. Hoffmann, achte auf deine Schusslinie. Das kann halt auch. Wie man sieht, obwohl die Grafik jetzt wahrscheinlich immer noch auf episch ist. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich dann einmal runtergegangen bin. Ja! Da das ja optisch nichts auffällig geändert hat. Friendly Fire! In Gameplay. Irgendwie sieht aber man schnell wieder durch. Nicht so schlimm, ich hab's euch ja gesagt, oder etwa nicht? Alle haben es sich zu gemütlich gemacht. Philipps hat es kommen lassen. Hab mit ihm geredet über meine Bedenken. Er sah das auch so, sagte ganz deiner Meinung. Man sieht es ja weit entfernt von wirklichen Dingen. Das haben wir schon gehört. Hey, Leute, bleibt bei der Sache. Wir müssen weiter. Hoffmann, mach das noch mal und ich will. Ich hoffe, dass bei Left 4 Dead 2 ging, weil ich will da nachhaken. Normalerweise konnte man bei Left 4 Dead auch wieder abdrücken, wenn dann gerade ein Zombie kam. Was soll man dazu? Ja, der hört dann einfach auf, mehrere Kugeln da hintereinander. Scheiße, verschlossen. Den Pumpgun zu laden und drückt dann halt einfach ab, was schon drin ist. Und hier muss dann halt erstmal verändern. Die Bombe laden und ja, in der Zeit kannst du angegriffen werden und kannst du versuchen wegzukommen. Das ist natürlich ein bisschen. Macht das Ganze halt ein bisschen schwierig. Hat mir jedenfalls nicht so gefallen, als letzter Sekunde. Los geht's! Seid bereit! Sieht man ja auch rechts, wir haben da ja so Zahlen. Weil Zahlen auf der Tastatur natürlich nicht können. Halbzeit, um das zu heilen, dann macht man das dann über die Taste. Ich wollte mal eben schauen. Habe ich den Wecker an habe hier? Fürs Mikrofon habe ich alles gut. Ich jetzt auch. Wird auch Zeit. Hier wurde langweilig. Ist da draußen noch jemand? Wir brauchen Hilfe. Sitzen in der Falle. Ihr hört euch keine Sorgen. Pass auf, muss nachladen. Das zeigt meine mangelnde Begeisterung für diese Übung, aber als Kind hatte ich eine recht schwere Drogeninfektion und mein Gleichgewicht hat sich nicht verändert.
Scheiße, Hoffman. Manchmal weiß ich nicht, wie du die Highschool überlebt hast. Von der Zombie-Apokalypse ganz zu schweigen. Wenn ich die Kugeln in der Waffe habe, ist es voll vorbei. Halt uns die Boah, das ist ziemlich schnell. Hey, pass auf oder hit sie! Tut mir leid! Ich will jetzt mal noch zurück. Mörder, Harte. Direkt auf den Musikanten. Den haben wir es geschafft. Den Lieder, der kann schon kommen. Ich brauche hier Hilfe. Ich bin sehr weit entfernt. Wenn du Warrior 2 brauchst, dann denke ich immer noch mehr Ressourcen. Was aber auch daran liegen mag, dass es kein DOMS kann. Hier raus, ne? Ich hab's jetzt halt nicht testweise einfach mal abgeschalten. Aber das sieht ja gut aus. Insofern nutzt man ja so. Oder wie ihr Patient schon macht. Also, wenn die super Sachen hier angeht. Wenn es das in der Lauf gibt. Dadurch gibt es ja auch keine Zeit. Ich konnte jetzt nicht auf die Schnelle entdecken, dass der andere schlecht ist. Stimmt nicht, Leute! Alles okay. Das finde geht da ja auch ganz viel Witz, ne? Irgendwann haben wir nichts. Darum muss ich mich kümmern. Immer mal wieder dann und wann, ne? Danke, Bruder. Komm schon, Mann! Das tut scheiß weh! Ja, hier lang. Okay, abgeschossen. Keine einkaufen. Findet man eben auch welches. Das nehme ich. Oh, Sempo! Typisches Left 4 Dead. Prinzip halt. Oh Gott, ihr lasst sie doch alle rein! Okay, das war dann hier schon mal mein erster Runde in diesem Spiel. Ich glaube, da ist mir dann jetzt einfach auch mit L-Tab gerade bei DirectX 12 einfach mal das Spiel abgestürzt. Gut, ist noch Beta, kann vorkommen, ne? Ist das halt so. Ja. Genau, das war mir dann verreckt. Dann sieht man noch Fatal Error. Unreal Engine 4, Gopi Game has crashed, ja. Es ist dann halt abgestürzt. Wäre natürlich interessant, ob man vielleicht noch einen Changelog findet, dass da vielleicht ein bisschen was mehr drin steht als wie nur Fatal Error. Ja, dann habe ich halt noch, nachdem ich das umgestellt habe auf DirectX 11, dann so testweise erst einmal ein paar Runden gespielt hier. Dann hast du hier die Kartengeschichten hier. Kam dann hier mal einer nicht, weil dann war okay. Wenn man Spieler warten musste, dann habe ich einen Bump mit dem Baseballschläger hier einfach Pass an diese Stelle, genau. Hab mir versucht zu kicken, weil, ne, man möchte ja einfach mal eine Runde spielen hier und hier nicht, keine Ahnung was. Hat dann nicht drauf reagiert. Boah. Ja, und dann haben wir eben schon gesehen, dass wir hier noch ein paar Runden fast ab. Und zu diesem Baumstellung ist es wirklich nicht so schwierig, knapp wirklich nicht. Also, jetzt ist nicht so. Ich kann ja auch noch eine Map vor der 2 spielen. Ernsthaft, Schätzchen? Haben wir für 20, 30 Euro? Ich würde das vielleicht schon dann gerne mal zulegen. Ein tolles Spiel geworden, wie ich finde. Na, gehe ich jetzt. Ja, jetzt gehe ich, glaube ich, hier runter auf hoch, weil 70 optisch halt nichts. Es läuft halt mit etwas weniger. Ich war mal ein bisschen schon dabei.
Ich hab's euch ja gesagt, oder etwa nicht? Alle haben es sich zu gemütlich gemacht. Phillips hat es kommen sehen. Hat mit ihm geredet über meine Bedenken. Er sah das aus. Sagte ganz deiner Meinung, Angel. Ganz deiner Meinung. Ich brauche das. Tut mir leid, ist alles in Ordnung? Was soll das, Mann? Hey, Zombies können auch ganz schön ängstlich sein. Ich hab mit den leuchtenden Augen gesehen, das hat schon was. Hat man in der Mod für die RTCW für Return to Castle Wolfenstein auch mal gedacht, dass die Augen leuchten. Ich lebe. Kein schlechter Effekt. Der so drauf geht. Ja, sie haben das. Das ist halt entweder nur eine Pistole oder den Krippel da. Ja, normalerweise kann man wenigstens zwei Waffen tragen. Dann hat man einen Krippel dabei. Oder so, wenn man keine Munition braucht, dann hat man die Waffe der Wahl. Wir brauchen dringend Hilfe. Ja, jetzt kann ich aber nur mit der Pistole rumrennen und beim Nachladen bin ich dann halt. Ja, die Kugel halt da. Ich kann nur abhauen. Einer, zieh mal richtig. Das war ein Versehen. Ich schwör's, ein Versehen. Herrje, wo kommen die denn alle her? Jetzt geht die Post ab. Wenn man hier nachlädt, wenn man nachladen muss, da kriegt man jede Menge. Dann ist man ganz schön. Muss nachladen. Ja, okay. Der bringt dir das Skill auch mit. Wenn ich mal zurück zu rennen, zu den Kollegen, voll erwürdig, die ich dabei auch mal nachladen kann. Wenn ich passiv in der Tür sitze, das ist auch perfekt. Oder dann nimmst du bei Gelegenheit auch nicht viel Munition mit. So, schießt den Kollegen wieder einen Rucksack hinweg. Friendly Fire ist ja so, wie du dich halt auch aktiviert. Kann halt einfach würfeln, ey. Beim Left 4 Dead 2 ist die Erfahrung her etwas schlechter. Ich kann nicht verlieren, gibt das mal, das ist ein bisschen Charakter. Aber wenn man das etwas mehr und länger spielt, dann wird alles nicht so gut. Lade nach! Oh, Scheiße! Ja, und da hat er Glück gehabt, dass ich da mit dieser Automatik verstand, sonst hätte er nämlich verloren. Was hier wohl drin ist? Alter, da drin könnte alles sein! Das war's. Ein bisschen unpraktisch, dass die Taschenlampe nur auf dem Kopf geht. Da haben wir dann den Punkt, ne? Das ist dann ganz gut. Entweder auf die Schuppen oder die Knüchte. Na, das habe ich mir halt für die Ortskern entschieden. Sieht im Übrigen sehr aus wie... Was haben wir denn hier? Shotgun, Pumpgun, die Rückkämpfe. Darum muss ich mich kümmern. Nicht schlimm. Gar nicht schlimm. Nur hier natürlich etwas schicker. Das macht halt der Zahn der Zeit nicht. Das halt auch schon gut gefühlt hat. Vor seiner Zeit jetzt sind wir auch so in der Kritik jetzt ein bisschen. Das Zeit. Wenn der reicht, was hier? Los geht's! Das ist schick, wo er halt nicht der Schickste. Lade nach! Ich kann entweder nachladen oder schießen. Und wenn er nachlädt, dann muss ich ab. Finde ich selbst auch gut. Wir sind ja. Los geht's! Das sieht auf jeden Fall etwas.
Vorsicht, sehr gut. Aber ja, trotz ist halt. Friendly Fire! Sorry! Ich muss echt aufpassen, woher liegt das Teil? Holly! Seht ihr es? Was die ganze Mathematik angeht, wie da so läuft auf der Unreal Engine 4. Ist also schon im Beta-Status schon sehr gut optimiert. Muss man so sagen. Da haben wir schon anderes auch gesehen. Ja. Deutlich schlechter gewesen. Ja, und da sieht man dann halt auch mal wieder, dass das FPS-Gejage einfach keinen Sinn macht, weil Skill kommt von Skill und nicht von Frames, die der Bildschirm sowieso nicht wiedergibt und Strom verbraucht. In Wärme. Sollte man meiner Meinung nach rausnehmen. Wenn man da sich hier vor so eine Kiste setzt und sowas spielt, dann will man spielen und da braucht man hier keine Wartezeit. Das ist so. Hi, einfach mal. Packen wir's an. Dann geht's ja nicht. Packen wir's an. Munitionstasche hier! Ja, ich lauf hier wohl echt voran. Keine Ahnung, was die Jungs da so rumhampeln. Und dann ist das nicht wirklich. Scharfschützengewehr hier! Ja, dann wird das Ganze so ein bisschen übermäßig und dann kommt da so ein bisschen. Angelo, pass auf! Super, geht da oben. Ich hab noch eine Minute auf zu sein. Auf Holz, bis der Laden voll leer ist. Scharfschützengewehr! Ich bin schon da. Da hat mich die kontrolliert, hat man einfach keinen Schaden zu. Ist an mir vorbeigegangen. Ist schräg. Kampflos kriegst du mich nicht! Leute! Uni! Steht zumindest kein Name drauf. Muss nachladen! Oh, das muss wehtun! Seht! Hier lang! Wenn man die Maps nicht kennt, ne? Dann ist es halt gut. Muni, hier drüben! Ich brauch meinen Moment. Darum muss ich mich kümmern. Weg
General lag richtig damit, sie anzugreifen. Zu viele Zivilisten haben Angst, sich zu bewaffnen und es durchzuziehen. Angst? Wegen seiner Befehle habe ich meinen Sohn verloren. Noch viele andere gute Leute. Nein, tut mir leid, das habe ich nicht gemeint. Weißt du, ich... Denk vielleicht einfach mal nach, bevor du den Mund aufreißt. Christine, es ist... Tut mir leid. Vergiss es. Gehen wir nach Hause. Scheiße, was war das? Deck mich! Den haben wir irgendwie so gut gesehen. Doch. Ich hab gemerkt, schon so ungefähr, man wird nicht verletzt, aber ja, dann ist er plötzlich da aufgetaucht, ne, und dann ist er gleich weggeschossen. Jetzt Augen und Ohren auf. Könnte nützlich sein. Knarre hier! Doch. Scharfschützengewehr hier! Ja, alles in allem. Ein schönes Ballerspiel, wo man wieder einige Stunden drin verlieren kann. An Zeit. So. Sieht gut aus, macht Spaß. So. Im Moment in dieser Open Beta hat mich jetzt ja auch bisher nicht gestört. Ich mach nicht gut. Messer auf! Sorry! Ich muss echt aufpassen, wohin ich das teile. Nee. Zur Hölle! Lade nach! Lade nach! Heil! Scheiße, gibt's nicht! Wie kommst du, dass du allein da draußen bist? Und vor allem, warum? Sackgasse! Molotow hier! Könnte ich brauchen? Ja. Wie gesagt, Leute, mir gefällt es. Das hier kommt mir vor wie Ananas auf Pizza. Einfach voll.